Herzlich willkommen aus Heidelberg. Heute haben wir einen unserer Neuzugänge hier im Interview, Olivia Nesch. Herzlich willkommen in Heidelberg. Olivia, please tell us a bit about your family and your basketball career so far. Yeah, so a little bit about me. I'm from northern Michigan. I'm from a small town called Escanaba. I played 4 years of high school there. After I graduated high school, I moved on to Oakland University, which is also located in Michigan. After 4 years there, I graduated and I moved on to my first pro season in Finland. Following that, I went to Luxembourg and now I'm here for my third year. As far as my family, I have two supportive, loving parents, three siblings and a cat. Right. Sie kommt aus einer kleinen Stadt, Escanaba genannt, im Norden von Michigan. Dort hat sie in der Highschool 4 Jahre Basketball gespielt, dann an der Universität, wo sie studiert hat, in Auckland in Michigan. Und von dort aus hat sie ihre Profikarriere gestartet, hat zuerst eine Saison in Finnland gespielt, jetzt zuletzt in Luxemburg und nun in Heidelberg. Ihre Familie hat drei Geschwister. Die Eltern haben sie immer unterstützt im Basketball. Und zur Familie gehört auch eine Katze. Olivia, was ist dein Eindruck vom Team der Baskets, von dem Team um das Team herum und von der Stadt Heidelberg? What is your impression of the team, of the people around the team and of the city of Heidelberg? So before I even arrived, the coaches and the team made sure that I felt welcome, and that was really amazing. So I knew coming in that I'd be very comfortable. Once I got here, the team work ethic was amazing. The chemistry on the court has been building nonstop since we got here. So I'm really excited to see what this team will do. Okay. Sie wusste irgendwie schon vorher, dass sie dieses Team und diese Stadt lieben würde. Der Trainer und die Mannschaft haben ihr das Gefühl gegeben, herzlich willkommen zu sein. Und sie haben all ihre Fragen beantwortet, als sie neu war. Sie war beeindruckt von der Motivation und von dem Teamspirit der Mannschaft und das Verständnis auf dem Spielfeld mit den Mitspielerinnen verbessert sich von Woche zu Woche. Olivia, you played in Finland, in Luxembourg and now in Germany. What's your impression so far about basketball in Germany and especially in the second division? So for me, once I came to Germany, I think the culture of basketball in general is just really strong. The girls, their passion for the game is uncomparable. I think the competition, whether you're in the first league or the second league, is just as difficult, you know, so it's really good to be able to compete on all levels. As far as Heidelberg, it's one of my favorite places in Europe so far, and one of the reasons is because of the people that are here. Okay, sie ist der Meinung, dass Basketball in Deutschland durchaus eine große Bedeutung hat. Sie ist recht beeindruckt von der Begeisterung für Basketball, auch wie die Mannschaft spielt und mit wie viel Begeisterung sie arbeitet. Für sie macht es keinen großen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga. Beide Ligen haben ihre Herausforderungen und es macht Spaß, dort zu spielen. So Heidelberg ist fast, ja, wie von vielen, so eine kleine Liebeserklärung für sie, jetzt schon einer der Lieblingsplätze in Europa. Okay, ihr habt bisher alle drei Spiele gewonnen in der zweiten Liga. Warst du mit dem Spiel gegen Rhein-Main Baskets zufrieden und mit deiner eigenen Leistung? You have won all three games so far in the league. Have you been satisfied with the game against the Rhein-Main Baskets last Saturday and with your own performance? Yeah, for sure. I mean, winning the first three games is amazing coming into the league again, and especially by such a large margin. I think we just need to keep improving as we go, as any other team would. As far as personally, I mean, as long as we win, it's fine. You have some nights where you're on and off, so just gotta go with it. Okay. Ja, es war schön für Sie zu sehen, die ersten drei Spiele zu gewinnen, auch in dieser Höhe. Und trotzdem gibt es noch Dinge zu verbessern, was das Team in den nächsten Spielen verbessern kann. Und die Mannschaft möchte da weitermachen, wo sie bisher steht. Am Samstag werden die Baskets in München spielen, eines der besten Teams der Liga. Was weißt du bisher über die Mannschaft von München und wie wollt ihr das Spiel gewinnen? On Saturday you will play in Munich, one of the best teams in the second division.
What do you know about the team, and how do you think you can win the game? So after watching film with the team, we've been scouting and working really hard to prepare for Munich. I know they have a really large post presence, so we need to stick to our defensive details and our strategy as a team. They also like to play fast and pressure defense like we do. So as long as we, again, stick to what we do as a team, then I think it'll be a good game on Saturday. Okay. Die Mannschaft hat Videoaufnahmen gesehen von der Mannschaft und sie wissen, dass München eine starke Mannschaft ist. Es kommt aber in erster Linie darauf an, den eigenen Matchplan zu erfüllen, und dann ist es zuversichtlich, dass es ein gutes Spiel am Samstag wird. Last question, Olivia. Letzte Frage: Ist es dein persönliches Ziel, mit dem Baskets die Meisterschaft zu gewinnen und in die erste Liga aufzusteigen? Last question: Is it your aim to win the championship with the Baskets and to get into the first division, the Bundesliga? Yeah, definitely. I think the whole team's goal is to make it all the way to the championship game this year. And I think on the path that we're going, that we have a really good chance. We also just have to improve as the season goes on. So, yeah, that's the main goal for myself and everybody within the organization. Okay. Ja, es ist definitiv das Ziel, die Spiele um die Meisterschaft zu erreichen und dann auch den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Es ist das Ziel der Mannschaft, es ist ihr persönliches Ziel, und sie ist sehr gespannt, wie sich die Mannschaft in der Saison weiterentwickelt. Good, thank you very much, Olivia. That was your first interview in Germany. Yeah. In Germany, not in German, but in Germany. Yeah. Liebe Freunde der Baskets, am Samstag um 18 Uhr das Topspiel in München. Leider kein Livestream, aber zumindest ein Live-Ticker auf der DBBL-Seite. Olivia, much success for Saturday, thank and thank you. You very much. Yes, thank you. Das war's für heute und tschüss.